Willkommen zurück zu Ghost Recon Wildlands. Mein Name ist Latan und ich begrüße euch ganz herzlich hier zu einem weiteren Gameplay. Wie immer dabei ist der Marc. Servus. Und wir sollen hier irgendwie einen Laptop uns schnappen, der befindet sich da vorne auf offenem Feld. Und dann werden wir uns erstmal ein bisschen ranmachen. Und dann lassen wir, denke ich mal, die Drohnen raus, weil der Laptop steht da bestimmt nicht einfach nur so rum. Ja, sondern das ist von den Schmuggler. Ja, ja, genau. Hier geht es ja um Menschenhändler, wer jetzt die letzten Parts vielleicht nicht gesehen hat. Es geht hier um Menschenhändler. Wir haben jetzt schon einige Missionen gehabt und haben schon ein paar von den Idioten ausgeschaltet. Ich denke mal, das ist nah genug. Wir sollten mal die... Flugfeld. Ich sehe mehrere Feinde, die es bewachen. Ja. Macht euch kampfbereit. Mal die Drohne rauslassen und dann gucken wir mal. Ich habe noch ein Tango. Drittes Ziel, da. Okay. Vielleicht. Weiter hinten welche? Ja, ich habe schon gesehen. Mach 10. Okay. Gut. Warte mal ganz kurz. Ich glaube, meine Sniper ist da nicht so gut. Ich wechsle wieder kurz die Waffe. Ja. Kannst du ruhig. Okay. Ja, du hast die ganze Action sonst ohne mich. Hör bloß auf du. Ja, vor allem. Rambo Mark hat ja das letzte Mal hier unbedingt ein Fass in die Luft sprengen wollen. Ja, ja genau, schon sind wir mal weg. Ich wollte gerade sagen, beim Telefonieren ist das unhöflich, wenn der da so steht. Ja, ist ja egal. Der hat hier nicht einfach zu telefonieren, wenn wir hier Action machen wollen. Ich setze mich gleich an die Gatling von Heli und schieße alle nieder. Auch das würde, glaube ich, gehen. Hä? Das mache ich jetzt, pass auf. Scheiß an. Das, ja, probier mal, ob das geht. Warte. Sie mich. Ich will das ja sneaky ein bisschen machen. Ja, sneaky mit der Gatling. Scheiß an da. Was ist hier? Nein, nicht. Falscher Platz. Mach Ablenkung, du. Alter. Ja, sind dran. Ich rück mal vor. Okay. Ja, machen wir schön Unterdrückungsfeuer, das ist okay. Irgendwo ist noch einer, oder? Habe ich alles Umballer. Tot. Ah ja. So geht's auch. Haben wir alle ausgeschaltet, wo ist denn der Laptop? Okay. Erstmal Munition nachladen. Erstmal in Ruhe Munition. Das war gar nicht so schlecht, die Idee mit der Gatling Gun. Das ging ja wie nix. Cool. Und die so ein bisschen in Deckung waren, die habe ich weggeschossen, war gut, war nicht schlecht. So, geben wir mal den Code ein. Ich gebe die Codes jetzt ein. Reed sollte das Signal empfangen. Er taucht dann zügig hier auf, bereitet den Hinterhalt vor. Okay. Wollen wir C4 oder irgendwas legen? Die Drohne ist oben. Ich schätze mal, der kommt gleich. Wo kommt denn der? Ich würde von der Straße aus sagen, ich meine, weiß nicht von wo. Oder von der Luft. Ich höre nämlich einen Heli. Dann spallern wir einfach den Heli runter, oder? Das müsste ein Heli sein, wir sollen uns bereit machen. Also so wie es das anhört, wird das der Heli sein. Ich sehe aber noch kein Heli. Ich gehe jetzt Schütze rein, einfach von an der Minigun. Ja, auf der Straße kommt er. Da vorne ist auf jeden Fall ein Heli. Ja, die Pat kommt gerade, also auf der Straße direkt. Der Heli hält genau auf mich zu, ich werde den Heli abschießen, okay? Okay. Ich warte noch einen Moment, der dreht gerade ein bisschen ab. Oh ja. Schieß den Fahrer raus oder den Schützen von. Oh ja, Handy. Da drin ist er. Und tschüss. Der Tango ist hin. Ich bin down. Okay, ich guck, dass er lebt noch. Boston Reed ist nicht mehr auf dem Spielfeld. Gut, den Menschenhandel hatten wir nicht auf dem Schirm. Okay, sind die weg alle? Ja, du hast den schon getötet irgendwie. Ich schätze mal, das war dein Heli. Ja, ja, ich habe den Heli abgeschossen. Der hatte auch eine Krone. Unschuldige befreit. Dann war es der Heli. Könnte schlechter sein. Boom, Ende. Na gut, na gut.
haben wir die Mission geschafft. War auch wieder Rambo-Style, aber was soll's. Und wenn es euch gefallen hat, dieser Rambo-Style, dann könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr öfter mal ein bisschen Rambo-Style sehen wollt. Und ansonsten freue ich mich natürlich wie immer auch über ein Däumchen. Wie gesagt, schreibt rein in die Kommentare. Und damit sagt der Marc... Grüße euch. Grüße euch. Und damit sagt der Marc, komm, sag ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Und von meiner Seite aus auch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Und damit sind wir raus.